So ihr Lieben, heute stelle ich euch meine Manga-Abteilung hier in Portugal, damit ihr sehen könnt, was sie hier haben und was die verkaufen und wie klein die Abteilung hier ist. Auf geht's! Und zwar haben wir hier Kenshin. Bis Band 14 ist es hier erschienen und kostet jeweils knapp 10 Euro. Dann Naruto, der Klassiker. Bisher ist der Band von Naruto 30 erschienen. Dann gibt es hier noch englische Mangas, Boruto, Dragon Ball, Super, Death Note, auf Portugiesisch. Richtig nice. Können wir reinschauen. Natürlich alles auf Portugiesisch, ne? Das finde ich interessant. Kostet aber jeweils knapp 10 Euro, obwohl ich das schon habe. Muss ich nicht dringend haben. Dann gibt es hier die Black Edition auf Englisch. So, das heißt National Classroom. Ich höre Academia auf Portugiesisch, bis Band 6 erschienen. Ich hatte gerade eben den 6. Band, den kaufe ich jetzt gleich. Dann geht es natürlich hier weiter mit My Hero Academia auf Englisch. Dann gibt es hier irgendwas Cooles. Personal 5. Kenne ich gar nicht. Als Manga. Davon gibt es auf jeden Fall ein Spiel, ja, das weiß ich wohl. Dann gibt es hier Tokyo Ghoul, die zweite Reihe. Die erste Reihe ist schon längst abgeschlossen. Dann geht es hier weiter mit Tokyo Ghoul, Neverland, übelst geil. Bisher gibt es in Portugal bis Band 4. One Punch Man gibt es auf jeden Fall. Bis Band 10 ist erschienen. Das dauert halt lange, bis ein Band hier erscheint. Platinum End bis Band 8 ist der erschienen. Dr. Stone, immer auf dem aktuellsten Stand hier. Das gibt es jetzt auch bei Manga Kult, Hardcore Gold, Schleim, meine Wiedergeburt. Hier gibt es eine Menge, was man hier kaufen kann. Attack on Titan, Blue Exorcist und Jojo. Ich überlege mir jetzt gerade auch die englische Mangas zu kaufen, wegen dem Hardcover-Format. Und hier gibt es auch Farbseiten. Ich habe gestern angefangen, Jojo zu schauen. Richtig nice. Ja. Ich bin gespannt, was mich so hier erwartet. Ja, ansonsten gibt es hier Akira. Auch nicht weitergelaufen. Zum Film hier. What the fuck, hier gibt es auch einen Hulk-Manga? Nee, ist ein Comic. Also, jetzt kommen wir zum Comic. So, das war's jetzt mit der Abteilung hier in Portugal. Das sind die Mangas, was es hier gibt. Ja, vielen Dank fürs Schauen und dann auch bis dahin. Peace.